In den nächsten paar Aufgaben werden wir uns mit dem Spannungszustand beschäftigen. Hier ist der Spannungszustand in einem Materialpunkt durch den Spannungstensor Sigma gegeben. Zu bestimmen sind die fehlenden Komponenten des Spannungstensors, seine Invarianten I1, 2 und 3, die Hauptspannungen Sigma 1, 2 und 3 sowie die Darstellung des Spannungstensors in Hauptachsenform. Außerdem ist am Ende zu zeigen, dass die Invarianten von Sigma, also dem ursprünglichen Spannungstensor, und dem Spannungstensor in Hauptachsendarstellung dieselben Werte annehmen. Das erste ist auch das erste am Blatt, nämlich Beispiel 51, wo wir uns ganz kurz noch einmal genauer überlegen, worüber wir letzte Woche schon gesprochen haben bezüglich Tensoren, nämlich was sind Hauptwerte, wie rechnet man in dem Fall des Spannungstensors die Hauptspannungen aus, was sind eigentlich die Invarianten von einem Tensor, welche Eigenschaft haben diese ganzen Tensoren in der Mechanik üblicherweise, also in der Elastizitätstheorie. Und ja, und am Ende zeigt man noch, dass die Invarianten tatsächlich Invarianten sind. Die heißen ja so, weil sie sich nicht verändern, egal in welchem System sie den Tensor darstellen. Und damit müssen die natürlich für irgendeine beliebige Form und die Hauptform genau die gleichen sein. Sonst wären sie ja nicht invariant. Frage A ist sofort beantwortet. Das schreibe ich gleich da oben in den Tensor selbst rein. Das haben wir letzte Woche schon diskutiert. Der Spannungstensor ist symmetrisch. Also kann man diese Fragezeichen sofort auffüllen mit den jeweils hier oben über die Symmetrieachse Diagonale liegenden Einträgen. Dann schaut der so aus. Braucht man im Prinzip auch nicht immer ganz hinschreiben. Meistens ist es so, dass man diese Komponenten hinschreibt, die da stehen, die sechs unabhängigen, und dann einfach Sym dazu schreibt oder so. Wenn man möchte, sieht man öfter einmal. Damit ist Frage A bereits abgehakt. Die Invarianten, die Frage B. Bei den Invarianten gibt es zwei, die man sich leicht merken kann, nämlich die erste und die dritte. Das sind die Spur und die Determinante des Tensors. Die zweite ist ein bisschen komplizierter. Kann man sich zwar auch merken, aber ist halt ein bisschen länger. Die erste ist immer die Spur. Trace schreibe ich normalerweise auf Englisch. Was ist die Spur? Die Summe der Diagonalelemente, ja. Also 1, 1 plus 2, 2 plus 3, 3. Wenn es den Tensor, das schreibe ich Ihnen da oben nochmal her, wenn man so indexmäßig bezeichnet mit 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3 und 3, 1, 3, 2, 3, 3. Das ist, sind die Indizes der Komponenten oder eben x, y, z, wie es wollen. Dann kommt hier was raus? 0. Die Spur als Summe jedes Eintrages hat natürlich die Einheit Megapascal oder Newton pro Quadratmillimeter, weil jede Spannung für sich ebenfalls Newton pro Quadratmillimeter hat. Die zweite Invariante, wie schaut die aus? Das sind die Nicht-Diagonalelemente, alle quadriert und summiert. Also 1, 2, 1, 3 und 2, 3 und davon abgezogen alle möglichen Produkte von Diagonalelementen. Also 1, 1, 2, 2, 1, 1, 3, 3 und 2, 2, 3, 3. Da kommt in diesem Fall 2500 raus. Und welche Einheit hat das Ding dann? Die Spannungen quadriert, ja, Newton Quadrat pro Millimeter hoch 4. Und die dritte ist, wie gesagt, die Determinante. So eine Invariante an sich muss immer ein Skalar sein. Wenn es kein Skalar wäre, dann kann es nicht invariant sein gegenüber Koordinatentransformationen. Und
Die Determinante kennen wir eh, schreiben wir es so her. Also einfach die Diagonalen in die Richtung da, hier rüber und hier so, mit einem positiven Vorzeichen und die in die andere Richtung mit einem negativen Vorzeichen alle multiplizieren. Das heißt, wir kriegen für den Fall hier 18 mal minus 50 mal 32 plus 0 mal 0 mal 24 plus 24 mal 0 mal 0, also nichts mehr in die positive Richtung. Und in die andere Richtung bleibt uns nur diese Nebendiagonale über 24 mal 24 mal minus 50 mit einem Minus. Und wenn Sie das alles ausrechnen, stellen Sie fest, na, da kommt wieder 0 raus. Newton der dritten, Millimeter hoch minus 6 jetzt natürlich, also die Spannungen hoch 3. Wir haben ja immer Produkte aus 3 Beiträgen. Gut, das sind die Invarianten und was heißt das jetzt, dass das, wenn das 0 ist? Hat das irgendeine Bedeutung? Ja, sicher, wenn ich so blöd frage. Aber welche? Kann sich irgendwer an die lineare Algebra erinnern, was das bedeutet, wenn die Determinante einer Matrix 0 ist? Ja, es hat schon was mit den Inversen zu tun, ja? Das haben sie richtig abgespeichert. Nein, es existiert keine Inverse. Sie brauchen ja, wenn Sie daran denken, wie ist die Inverse ausrechnen, haben Sie 1 durch die Determinante mal diese Kofaktoren, also Matrix der Kofaktoren. Und wenn die Determinante 0 ist, dann kann es keine Inverse geben, weil irgendwas durch 0 existiert ja nicht. Also es gibt keine, das nennt man singuläre Matrix. Okay, damit ist der Punkt B abgehakt. Und jetzt geht es um die Hauptspannungen und die Hauptwerte haben wir ja kurz besprochen letzte Woche. Also die Determinante von, in dem Fall ist unsere A-Matrix da drüben jetzt unser Spannungstensor, also die Matrixdarstellung des Tensors. Lambda mal Einheit. Manchmal steht für die Einheit I, für Identität. Das muss man halt rauslesen aus dem Kontext, was das bedeutet. Ich habe I nicht besonders gern, weil I heißen schon die Invarianten. Das muss man lösen. Und wie lösen wir das? Indem wir einsetzen einmal. Vielleicht, ja, schreiben wir es einmal her, dass klar ist, was da gemeint ist. Der Sigma-Tensor ist 18, 0, 24, 0, minus 50 und 0 und 24, 0, 32. Minus und dieses Lambda mal 1 bedeutet nichts anderes als Lambda 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Das muss 0 sein, wenn Sie einsetzen, dann haben Sie die Determinante, die Differenz ausführen. Die eckige Klammer hätte ich mir jetzt sparen können. 18 minus Lambda 0, 24 0, minus 50 minus Lambda 0, 24 0 und 32 minus Lambda. Das bedeutet das konkret, wenn man das so abzieht. Das muss 0 sein. Wenn wir da die Determinante hinschreiben, dann haben wir 18 minus Lambda mal minus 50 minus Lambda mal 32 minus Lambda, das ist die Diagonale multipliziert. Es gilt ja das gleiche wie vorher, die anderen beiden werden wieder 0, weil überall ein 0 dabei steht. In die andere Richtung mit dem Minus gibt es auch nur 24 mal minus 50 minus Lambda mal 24. Also minus 24 mal minus 50 minus Lambda mal 24 ist gleich 0, dann sieht man hoffentlich gleich, dass minus 50 minus Lambda können Sie rausheben aus der ganzen Gleichung, weil dann lässt sich das leichter lösen. Dann haben Sie nicht sofort eine kubische Gleichung, sondern nur eine quadratische mal einem anderen Term mit Lambda linear, kann man wieder faktorisiert lösen. Also da vorne haben wir 576 minus 18 Lambda alles ausmultipliziert bis auf das minus 50 minus Lambda, minus 32 Lambda plus Lambda Quadrat
minus 576, die kürzen Sie da gleich raus, mal minus 50 minus Lambda ist 0. Das heißt, das Ding hier für sich kann natürlich 0 sein. Entweder, das gibt eine Lösung, nämlich minus 50 minus Lambda 1 nenne ich das dann, ist 0. Dann ist Lambda 1 minus 50. Und die eckige Klammer für sich kann 0 sein. Das heißt, wenn man das zusammenfasst, ich mache da so ein Sterndal, gleich ausgerechnet bleibt da Lambda Quadrat minus 50 Lambda gleich 0. Und da sehen Sie, wie arg das eigentlich konstruiert ist, weil der Term, der konstante Term auch noch wegfällt, können Sie jetzt das auch noch faktorisieren und müssen gar nicht die quadratische Gleichung lösen. Nämlich da sieht man jetzt ja, dass man Lambda rausheben kann. Und dann haben Sie noch einmal das gleiche Spiel, dass nämlich entweder aus dem folgt, Lambda 2 0 ist, wenn Sie das Lambda vorne 0 setzen für sich, und dass Lambda 3 plus 50 sein muss, wenn Sie die Klammer 0 setzen. Ah, Entschuldigung, 50. Das sind unsere drei Eigenwerte. Ohne noch irgendwas von quadratischen Gleichungslösen zu wissen, kann man das gleich ausrechnen. So, und diese Eigenwerte sind jetzt die Hauptspannungen und per Definition werden die Hauptwerte fallend angeordnet. Die größte Hauptspannung ist der größte Wert, die kleinste Hauptspannung ist der kleinste Wert. Wobei kleinster natürlich der maximal negative Wert ist, also in dem Fall ist der kleinste minus 50 logischerweise. Also ist unser Spannungstensor in Hauptform, nennt man wieder P, 50, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, minus 50. Megapascal oder Newton pro Quadratmillimeter. Aus dem sieht man sofort, dass die Determinante 0 werden muss. Wenn eine Zeile oder eine Spalte 0 ist, dann ist die Determinante 0, wissen wir. Die Invarianten, ja, die brauchen wir jetzt nicht hinschreiben mehr, sparen wir uns die Zeit. Natürlich sehen Sie, dass die Spur 0 wird, 50 plus 0 minus 50 ist 0. Die Determinante haben wir eh schon gehabt. Und bei der zweiten Invarianten sehen Sie auch, dass wir 50 mal 50 kriegen. Das heißt, das sind wieder unsere 2500 dann. Ja. Also mit dem Minus natürlich war das. Die Diagonalelemente haben ja vorgestellt, das Minus in der zweiten Invariante. Deswegen hätten wir Minus Sigma 1, 1 mal Sigma 3, 3. Und das ist insgesamt Plus und 50 mal 50 ist 2500. Also Punkt, was war das dann? D. Ja. D ist okay, weil gerade im Kopf gemacht.